mache heute einen Vlog und es geht nach Wien. Die Spätrunde da ist, werde ich euch dann sagen. Da ist mein Gewand, was ich heute wieder anziehen werde. Und ich gehe jetzt duschen und ja, mein T-Shirt ist verkehrt rum. Ich bin gestern ein bisschen spät ins Bett gekommen und ich war mit Donanzl fest und das war wirklich so schön. Ich freue mich schon so aufs nächste Jahr. Und ich gehe jetzt duschen und dann melde ich mich wieder. Tschüss! So, ich bin fertig mit dem Duschen und ich habe jetzt das auch verwendet für meine Haare. Und jetzt ziehe ich mich auch schon an. So, jetzt bin ich auch schon umgezogen und ich habe da so eine Kette und also das ist eigentlich nicht so bauchfrei. Und dann so eine Hose eben. Und jetzt fehlt nur noch das Make-up und eben die Haare, weil ich glaube, ich werde die Haare lockig machen. So. Also, meine Klasse ist ja in den Kalkalpen und ich bin ja heute nicht mitgefahren. Und ich nehme, glaube ich, den Bikini nicht mit, weil ich muss jetzt noch einpacken und die Tasche ist nicht die schönste, ich weiß, aber ist ja egal. Und das packe ich jetzt alles noch ein. Ah ja, ich habe auch gar nicht gesagt, wieso meine Klasse jetzt in den Kalkalpen ist und wieso ich nicht mit bin. Ich habe heute diese YouTube-Dings-Presse-Launch da. Also, das ist eine Vorstellung zu einem Netzwerk, weil das eben ganz neu ist. Und ich wäre heute eigentlich mit meiner Klasse, weil wir letzte Schulwoche haben und weil eben die vierte letzte Klasse ist, wären wir in die Kalkalpen gefahren alle zusammen. Aber ich konnte heute leider noch nicht mitfahren und die haben jetzt alle den Spaß dort. Und ja, aber ich darf hier bleiben noch einen Tag und ich freue mich schon so auf die Vorstellungspresse und ja, ich bin jetzt auch fertig mit meinem Packen. Yay! Jetzt schaue ich mir den Teppich da an, weil den habe ich gestern beim Donuts-Fest gekauft und der hat eigentlich 40 Euro gekostet. Aber meine netten Freundinnen haben mir den runtergehandelt und eigentlich wollte ich ihn dann gar nicht mehr, weil ich mir dachte, das Geld spare ich lieber für andere Sachen. Aber ja, jetzt habe ich ihn und jetzt schaue ich ihn mir an. Also für alle Leute, die es interessiert, der Teppich schaut so aus im Ganzen. Und ich, also so schaut der jetzt so halbert aus, weil der ist wirklich groß und ich kann ihn jetzt nicht ganz aufmachen. Aber er schaut richtig cool aus, das hätte ich nicht gedacht. Und es wird gerade wieder schön. Juhu, die Sonne scheint. Mich hat in Ask gerade jemand gefragt, was meine Must-Haves sind. Und so sieht das aus, wenn ich dann ein Foto mache. Und das schaut dann ungefähr so aus, wenn es fertig ist. Ziemlich aufgeregt und jetzt ist es gerade 16:55 Uhr und um 18 Uhr muss ich dort sein und um 18:30 Uhr beginnt dann das Ganze. Und da hinten ist meine Tasche, weil ich muss ja heute noch nach der ganzen Vorstellung da in die Kalkalpen fahren und das wird ein bisschen blöd werden, aber ja, bleibt mir nichts anderes übrig. So, ich bin jetzt zu den Bienen. Wir sind jetzt in der Parkgarage. Das ist mein Papa. Und da ist noch mein Outfit. Ja, und wir müssen jetzt schauen, wie wir aus der Parkgarage rauskommen. Und ich bin noch aufgeregter als vorher. Das ist voll der coole Regenbogen. Woo! Yay! Und da ist mein Papa. Und ich gehe die Stufen auf. Und da ist der Ausgang, den haben wir gefunden. Juhu! Und ja, es geht gleich mit dem Abian. Also, das ist der Papa. Papa, wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr nervös. Du bist ja auch schon sehr nervös. Ja, alle sind sehr nervös. Gut, ich bin jetzt in der 3. Straße, aber wir müssen Haus Nummer 2, aber irgendwie ist da nur. Ist da nur Haus Nummer 1 und. Und die 2 finden wir nicht. Jetzt warte ich einfach da auf Selina und ich hoffe, die weiß dann, wo das ist. Also, wir sind jetzt in der 3. Straße und das Ganze sieht hier so aus. Und Selina kommt zum Glück gleich und sie ist in der Garage. Und heute habt ihr auch die Möglichkeit, euch untereinander ein bisschen kennenzulernen und euch auszutauschen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich bin
grüße auch weiter zu unserem offiziellen Partner, das ist Google Austria oder YouTube. Herzlich willkommen, Markus Kienberger, der Google-Chef von Google Austria. Also Google Austria-Chef, herzlich willkommen bei uns. Ihre Videos hochladen. Also ihr macht es alle viel besser, aber trotzdem wollte ich mir nicht die Gelegenheit nehmen lassen, euch zu begrüßen, mich auch persönlich bei euch vorzustellen, für die mich noch nicht kennen, und mit euch ein bisschen so den Hintergrund zu teilen, was uns zu dem neuesten Baby, das wir euch heute vorstellen wollen, gebracht hat. Die erste Frage, die immer gestellt wird. Jetzt gehen wir und es hat echt Spaß gemacht und wir wurden auch interviewt und alles. Ich erzähle euch das dann alles später und ich gehe jetzt einmal. So, da ich halt noch nicht wirklich viel gegessen habe, sind wir jetzt noch schnell in Wien essen. Und keine Ahnung, was das hier ist. Auf jeden Fall schaut es hier auch richtig schön aus. Und ich bestelle mir jetzt vielleicht Spaghetti oder irgend sowas. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dort sein zu dürfen. Es war echt unglaublich. Ich habe die ganze Zeit gezittert und war wirklich so nervös. Und ich habe zum Glück Raffaela getroffen. Und also die ganzen Kanäle sind auch in der Infobox. Und die Selina macht auch einen Vlog dazu. Und es war wirklich so toll. Also einfach, man fühlt sich da schon voll anders irgendwie. Und ja, es hat auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht. Und falls ihr fragen wollt, was das eigentlich ist, das ist ein Netzwerk, das jetzt in Österreich neu ist und da sind wir halt alle dabei und da war halt eben heute die Eröffnung und alles. Und es ist echt, boah, unglaublich gewesen. Die Sonne, yay! Und das ist die schöne Speisekarte. Yes, und da ist gerade mein Papa. Schaut hier richtig fein aus, ne? Ich freue mich jetzt schon echt aufs Essen. So, wir haben da jetzt noch was zum Essen gekauft, weil ich nochmal Hunger hatte. Und man sieht mich jetzt nicht wirklich, aber es ist 21.50 Uhr und in einer Stunde
Stunde ungefähr bin ich bei meiner Klasse und dann muss mein Papa noch den ganzen Weg leider alleine zurückfahren. Ich blitze noch immer. Also, ich habe mir jetzt noch eine Müsli-Riegel gekauft, wir waren nochmal bei einer Tankstelle und einen Eiskaffee und ja, das war's auch schon. Und der Papa hat sich einen Snickers gekauft, das er gerade isst. Und wir fahren noch immer. Juhu! Freundinnen schlafen schon und es ist gerade eine Freundin zu mir gekommen noch und hat mich hat halt im Hallo und Gute Nacht gesagt, weil sie mich nicht allein einschlafen wollte und das fand ich voll nett von ihr und ich habe mich gerade richtig gefreut und schlaft echt schon fast jeder und ja, ich bin voll müde und ja, ich gehe jetzt mal schlafen. Gute Nacht. Gut, also ich habe jetzt die letzten zwei Tage zwar nicht gefloggt, aber ich bin jetzt in diesem Zimmer da und jetzt ist schon der dritte und letzte Tag und jetzt wollen wir auch schon nach Hause. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss!